Hallo und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. So, sind mir die Stimme ausgegangen. Wir waren gerade im Dorf Paititi und weiß ich nicht mehr, was wir gemacht haben. Wir haben, glaube ich, ein bisschen gesammelt und uns umgeschaut. Würde aber jetzt mal stark behaupten, dass das ist eine Nebenquest, machen wir nicht. Einfach mal da jetzt weitermachen. Sammeln können wir auch alles im Nachhinein. Ich muss irgendwie da hoch, glaube ich. Laufen mal durch die Höhle und dann müssten wir da ankommen. Glaube ich. Ah, nee, hallo. Nicht gegen die Wand laufen. Bin ich hier verkehrt? Da ist aber irgendwas. Kann ich aber nicht lesen. Oh. Bin zwar verkehrt, aber okay, dann sammeln wir halt weiter. Oh, eine Karte. So viel zum Sammeln, ne? Mädels. Ja. Ja, nee, das Sammeln. Das mache ich entweder mal außerhalb der Aufnahme ganz kurz mal so nebenbei oder nach dem Spiel. Weiß ich nicht. Aber ich muss eh da runter. Hier wieder links. Und dann kann ich das mitnehmen und dann kann ich darüber. Okay, also ich muss hier wieder runter. Was war da? Voll. Hat eh schon jemand gesammelt, gehört nicht uns. Hi, was geht? Nö. Ein bisschen wieder Sprache gelernt. Wenn das in echt auch so einfach wäre. Das kann man immer gebrauchen. Viel los heute. Kukul Khan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Aha, okay. Hier irgendwo muss auch... Da muss das Relikt sein. Schnauze weg da. Ich muss da rein. Da ist ein Relikt drin. Ach, da ist auch eine Nebenquest. Eigentlich will ich ja keine Nebenquest machen. Schatztruhe. Okay. Aber das kann ich mitnehmen. Wieder eine neue Sprache gelernt. Patolli ist angeblich eines der ältesten Spiele in Amerika, das von allen gesellschaftlichen Schichten gespielt wurde. Nicht selten setzten die Spieler in einer einzigen Runde all ihre weltlichen Besitztümer, von Decken und kostbaren Steinen über Häuser bis hin zur Freiheit ihrer Familie. Makui Xochitl, der Gott der Kunst und Spiele, galt als aktiver Teilnehmer an diesem Spiel und war dafür verantwortlich, den Gewinner mit Opfergaben zu beschenken. Unglaublich, was sie alles für ein simples Spiel riskiert haben. Manche Dinge ändern sich nie. Alter, ich darf niemals die Freiheit meiner Familie in einem Spiel verwetten. Holy moly. Sollen wir mal so eine Nebenquest annehmen? Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich es nicht machen, aber wenn ich schon mal da bin... Was soll's? Bist du Pisco der Tote? Nein, du bist also Pisco der Tote. Ich bin Lara. Du auch nicht. Was zum Henker hat sie sich eingeschmissen? Aber du hast überlebt. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen.
Was für ein Spiel? Das werde ich tun. What the fuck? Okay, ja, nee, dann... Was werde ich tun? Ich kann gleich nochmal mit ihm reden. Habe ich hier irgendwo eine Quest? Da? Herausforderungen? Boden? Fünf von fünf Wasserpflanzen gepflückt. Ach, das kann ich gleich wieder abgeben, oder was? Gesträubtes Fieder. Baumpflückern. So, nee, das ist ja auch hier. Hä? Banditensorge. Mit Marco sprechen. Spiel des Todes. Die Verstoßenen. Mit fünf Verstoßenen reden. Ich habe keinen blassen Dunst. Soll ich da jetzt nochmal reden? Angst, dass es wieder so eine... Nee, komm. Ich gehe jetzt hier links hoch. Und dann... Ah! Das ist die Nebenquest? Kann da aber kein... Mit fünf Verstoßen, aber da steht mit fünf Verstoßen reden. Ich sehe aber nur vier solche Dinge. Okay. Hinter mir. Die Treppe hoch oder... Ach, ich bin da schon drin. Ja, die Treppe hoch. Treppe hoch. Ist das eine Verstoßene? Hallo. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Stadt. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ah, Pisco. Ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden und sollte dort sterben. Am dritten Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Okay, eins mit fünf, aber trotzdem ändert nichts daran, dass da nur vier waren. Hä? Okay, irgendwie ist interessant. Einfach hier nach rechts irgendwie. Also ich muss da runter und dann wieder hoch. Ach nee. Kann ja auch direkt hier hoch, oder? Wie schaut's aus? Ja, ich kann auch direkt hier hoch. Muss irgendwo hier sein. Aha. Wird der da sein? Ich bin ein Lügner. Hallo, Pisco schickt mich. Ha, wirklich? Sagtest du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie.
Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik. Interessanter Ort, in der Tat. Dann. Ah, da oben ist jetzt noch eins. Nee, das sind trotzdem nur vier. Achso, da ist jetzt Gold freigeschalten. Das heißt, ich muss wieder zurück, runter. Irgendwie kommen. Oder hier rechts. Gott sei Dank, ich dachte schon, dass ich jetzt da sterbe. Jetzt bin ich auf dem Hof. Hier irgendwo runterrennen? Bin ich richtig? Perfekt. Ich bin richtig. Da runter, runter, runter. Und dann hier schon rechts, oder? Hier. Bleibt sich eigentlich relativ klar. Ja, wobei, ich gehe lieber geradeaus, weil da eine Wand dazwischen ist. Hier muss es rechts sein. Nee, noch ein bisschen links. Kann ich da hoch? Nö, kann ich nicht. Ah, halt, stopp, ich konnte was sammeln. Krass. Ah, ich kann hier runter. Da haben wir ihn doch. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. So, jetzt haben wir 3 von 5. Den vierten können wir noch machen. Alter, so weit weg. Komme ich wahrscheinlich aber als nächstes hin. Den können wir noch mitnehmen. Da waren wir zwar schon. Aber der fünfte fehlt mir dann. Leider. Und ich weiß auch nicht, wo der fünfte ist. Also der muss dann wahrscheinlich irgendwo ganz weit weg sein. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich muss hier erstmal irgendwie wieder raus. Dahin. Guck, da habe ich noch was zum Sammeln. Lass mal los hier. So. Mal gucken, wo bin ich? Einfach nach rechts. Rennen wir mal hier die Treppe hoch und dann gucken wir nochmal, wo wir genau sind. Ja, einfach in die Höhle da rein. Da ist es eh schon. Nun diene ich. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Laura. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt.
tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe Ixchels Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene Ixchel mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. So. Jetzt haben wir 4 von 5, aber wo der 5. ist? Kein Dunst. Geheimnis entdeckt. Ach ja. Ah! Hä, das war doch vorher nicht da. Gut, dann gehen wir da auch noch schnell hin. Und dann verspreche ich, mach mal weiter. Ich wollte einmal eine Nebenmission machen. So, dann rennen wir da mal runter. Lalalala. Oh, Entschuldigung. Und halt, da war was zum Sammeln. Dankeschön. Wahrscheinlich hat sie das gerade erarbeitet. Ja, genau, passt eigentlich. Bin zufrieden. Und dann irgendwo hier links. Hier rein. Natürlich ist das die Aua. Achso, da bin ich voll jetzt schon. Rimac, ich glaube, wir haben Besuch. Hallo. Alter, ist sie gruselig. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum 2. Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Das habe ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukul Khan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimac? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimac? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Ja, klar. Die kann mir mal eine Uzi verkaufen. Was ist denn das für eine Frau? Was hat's die Tricher? Ich brauche nämlich die. Danke. Natürlich nehme ich das Ding. Hab ich auch was zu verkaufen?
Nö, ich glaube, ja, wobei ich davon eigentlich relativ viel immer sammel. Vom davon. Guck mal, richtig, da kriegt man richtig Kohle. Einfach mal 10 verkaufen. Ein gutes Geschäft. Dann davon auch. Davon benötige ich relativ wenig. Machen wir davon auch 10 verkaufen. Danke. Federn braucht kein Mensch. Auch 10. Aber ich habe mal wieder ein bisschen Platz zum Sammeln. Viel Spaß damit. Davon machen wir erstmal nur 5, weil davon finden wir nicht so viel. Okay, machen wir. Ach, was soll's. Danke. Und davon verkaufen wir mal 2. Ein gutes Geschäft. Oh, was war denn das? Nein, nicht Schwarzpulver. Ich habe gemeint, das da. 3. Viel Spaß damit. So, damit haben wir wieder ein bisschen was bekommen. Viel Glück, Lara. So, und wir haben. Komm und sieh dir meine Ware an. Ich weiß ja nicht. Das ist jetzt ein bisschen. Scheine an. Zack. Haben wir schon wieder was? Was wir gerade verkauft haben. Weg da. Weg da, gerade keine Zeit. Ich habe was Spezielles vor. Ich habe doch jetzt dieses Aufziehwerkzeug. Verstärkte Messer, verdammte Kacke. So. Gut, aber jetzt muss ich ja wieder da hoch. Genau, weil ich eine Nebenquest auf fertig gemacht habe. Also hier die Treppe, dann links. Also einfach nur hier hoch und dann links halten. Halt. So. Wo war denn das? War das hier drin? Oh, ich bin komplett verkehrt. Okay. Genau, es war hier. Ja, genau. Reden wir wieder mit dem Geist? Pisco, der Tote? Hä? Nein, du bist also Pisco, der Tote. Hä, das hatten wir doch schon. Ich habe die Aufgabe doch erledigt. Zu Pisco zurückkehren. Ja. Bist du Pisco der Tote? Hey, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, du bist also Pisco der Tote. Hä? Ich bin Lara. Ja, das Gespräch hatten wir doch schon. Du auch nicht. Sollen wir das jetzt nochmal durchlaufen lassen? Aber du hast überlebt. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen. Ja, das hatten wir schon, das Gespräch. Und jetzt? Kannst du uns die Würfel zurückbringen? Was für ein Spiel? Das wissen wir schon, haben wir doch gefunden. Das Brettspiel. Das werde ich tun. Ja, haben wir schon gemacht. Ja gut, ist sie verbuggt, dann scheiß drauf. Dann probieren wir das mal anders nochmal. Wenn das so verbuggt ist, dann kann ich auch nichts machen. So, gut, dann machen wir jetzt mit der Story weiterkommen.
Eckt da kleines Kind. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Halt, da sehe ich doch wieder was zum Sammeln. Ah. Ja, oh, siehst du, das hätte ich beinahe übersehen. Eine zeremonielle Flöte, die bei Menschenopfern gespielt wurde. Der Klang dieses Instruments in Form eines Totenschädels wurde mit den gequälten Schreien der Sterbenden und Toten verglichen. Es heißt, sein schriller Klang würde den kürzlich Verstorbenen einen Weg in die Unterwelt ebnen. Die Todesflöte kam außerdem als Kriegsinstrument zum Einsatz, dessen Töne unwissende Feinde mit Furcht erfüllen sollten. Wunderbar, schöne Flöte, die brauche ich auch. Geh mal aber da rein. Mach mal weiter. Sonst reißt die mir noch den Kopf ab. Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme. Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Ach Gottchen, das ist so viel zum Sammeln und dann muss man sich so viel... Ach du Kacke. Ah nee, das ist nichts zum... Vorlesen, so. Ja. Das ist mal gut argumentiert von Lara. Sehr professionell. Haben wir wieder was zum Vorlesen. Geil. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Das soll eine Waffe sein? Sieht eher aus wie so ein Teppichklopfer. Meine Güte, wo ist der Hinweis? Hallo? Hallo? Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Toll. Danke für nichts. Das Relikt haben wir mitgenommen. Nach links geht's nicht. Dann gehen wir da rechts lang. Halt. Kann ich das sammeln? Nö. Kann ich nicht. Da komme ich nicht durch. Alles klar. Endlich geht's weiter hier. So. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das hätten wir auch verkaufen können. So Pilze und so, die brauchen wir eh nie. Hätten wir uns ein bisschen Kohle machen können. Da kommen wir auch nicht durch. So. Drücken Sie E im Sprung mit da. Ja, das hatten wir doch schon. Ah! Ja, gut, ich wollte schwingen, aber die hat gleich losgelassen. Das war ein bisschen irgendwie merkwürdig gerade. Aber gut, was ist der Tomb Raider, ohne dass wir die ganze Zeit sterben durch irgendwelche. Alles klar. Sprünge. So, einmal runterlassen. Und schwingen. Da sind wir voll.
Zum Sammeln haben wir hier sonst eh nichts. Dann. Okay, schön, aber wozu ist dann hier die Kletterwand? Ist das nur zur Not, falls man daneben springt? Fehler. Die hätten mir mal das versteckte Messer verkaufen sollen, verdammt. Fähigkeiten. Wir haben nur eins, wir sammeln ja auf zwei, ne? Wir sammeln das da hinten. Genau. Inventory. Kann man ein bisschen Seil, Abseildraht, Aufstiegwerkzeug. Gut, die Klamotten, die darf ich anbehalten, die sind ganz cool. Die Augenmenge schon ganz gut. Gucken wir mal, kann man hier irgendwas? Nee, kann man nicht. Kann man da? Nö. Die Waffen haben die uns echt weggenommen? Habe ich die nicht mehr? Dann können wir eigentlich aus dem Lager rausgehen. Da hinten ist noch ein bisschen Holz zu sammeln. Das sehe ich. Das haben wir verkauft. Das können wir auch gebrauchen. Das haben wir voll. Da rechts komme ich nicht rein. Deswegen. Dadurch, genau. Da haben wir aber wieder was zum Vorlesen. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Okay. So, dann krabbeln wir da mal durch. Entschuldigung. Und haben wir hier was zum Sammeln? Ah, guck, da können wir wieder ein bisschen Sprache lernen. Ach, wieder eine neue. Ich würde gerne mal eher... Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Mal irgendeine Sprache fertig lernen würden. Oh, da wollte ich nicht hin. Ich wollte Q drücken, nicht Tab. Das ist so komisches Gas. Ich weiß nicht, ob ich da durch sollte. Oh, stinkt es. Ah, das Geruch der Ort des sein, Todes. Die meinte. Geruch des Todes. Oh. Den Bauch der Schlangen erklettern. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Ich weiß nicht, ist da eine Kante? Ich sehe es nicht. Ich sehe eigentlich keine Kante, ehrlich gesagt. Aber ich kann mich auch nicht mehr bewegen, deswegen. Ach so. Ach so, lol, okay. Ja, gut, das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Oh, ist das widerlich. Ist das ekelhaft. Die läuft eigentlich gerade nur mit Sandalen rum, ne? Leben die da drin noch? Nee. Muss ich mich jetzt hier abseilen? Anscheinend. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie bitter ist das denn? Oh, es ist demütigend. Stell mal vor, die würden da noch leben, ey. Ach, die sind da gefesselt. Trotzdem so, hi, wie geht's? Schön, dass ihr da so rumhängt. Ganz nett von euch. Das ist mir ein Weg. Nein. Schön hier bleiben. Achso, da kommt ihr jetzt wieder nicht hoch, oder was? Hey, kletter doch weiter hoch. Hallo. Kommt nicht weiter hoch. Ehrlich?
Nein, das ist nicht der richtige Weg. Ach, ich mag Tomb Raider wirklich, wirklich gern, aber so, wenn du einfach nicht weißt, wie der Weg ist, und dann so, ja, wo gehe ich jetzt hin? Nein! Da kann ich doch auch nicht hinspringen, oder? Wo komme ich auch nicht? Das wirkt schon so, als müsste ich darüber. Bei hoch kommt oder muss ich da? Ach komm, ehrlich. Sagt einfach nichts dazu. Das ist manchmal so unübersichtlich. So uneinsig. Weil normal drückst du nur nach oben. Und das erkennt. Okay, sie klettert nach oben. Hektik. Und urplötzlich soll ich Leertaste drücken, um nach oben zu springen. Da ist ja schon schmalere Gänge gelaufen. Du schaffst das. Boah, das ist aber riskant, sowas. What? Rituelle Opfer. Ja gut, der hat eh keinen Kopf mehr, also... Hat ihn das nicht gestört, dass er da runterfliegt, glaube ich. Scheiße. Ganz ruhig, Lara. Ich bin ja da. Ist jetzt eine gute Idee, ist da runter zu gehen? Naja, gut, ne? Oh, das war knapp. Achso. Oh, toll. Jetzt haben die den Weg zugemacht. Ich hab wohl keine Wahl. Das würde ich in keinen Umständen machen. Das ist so widerlich. Und sich dann so richtig abstützen, weißt du, so von den wegdrücken und so. Da, ja genau, da hast du deine Opferung. Deine Rituelle. Ist das einer der Rebellen? Jo. Kann ich verstehen, warum die meisten Angst vor denen haben. Hier ist bestimmt irgendwas es zum gibt Sammeln. Irgendwo ein Zugang. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich gucke nur, ob es hier noch was zum Sammeln gibt. Du weißt doch, ich bin Sammelfanat. So, nö. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, dadurch. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Oh. Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Uchu über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Er redet nur mit den Tattoos, weil er so viele hat wahrscheinlich. Oh. Ja, komme ich da rüber? Ah ja, komme ich sogar. Wie lang ist das halt? Achso, so weit, okay. Halt. Darüber schwingen und... Yeah! Boah! Hä? Hä? Jetzt, Sieht aus, als wär's der einzige Weg, okay? Die Prüfung der Schlange absolvieren. Sterbe ich jetzt?
Oh ne, da passiert nicht viel. Da kriege ich ein bisschen Öl. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Jetzt holen wir uns erstmal die Sprache wieder hier. Ein bisschen Sprache lernen. So, hat er anscheinend nicht viel gebracht. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ja, Schnauze. Ich mache doch die ganze Zeit nur diesen Blick, damit ich sammeln gehen kann. Voller Öl und Blut. Komm. Ich hab doch das Öl. Hä? Ich hab doch. Wenn das Öl brennbar wäre. Ich hab doch Feuerpfeile. Kann ich nicht einfach. Ein Feuerpfeil. Es ist zu feucht. Ich brauche Brandbeschleuniger. Hä? Was ist jetzt passiert? Ach so, das ist feucht. Ah, okay, verstehe. Ah, und hier war kein Öl drin. Und als ich da gemacht habe, dann war Öl hier drin. Das füllt sich. Soweit. Und dann vielleicht nochmal. Dann kommt noch mehr Öl. Nein. Was ist hier? Huch. Das verstehe ich jetzt nicht. Theoretisch hätte das klappen müssen. Und wo ist der Unterschied, ob ich mit einem Feuerpfeil reinschieße oder... Ja, jetzt liegt es da an und dann, wenn ich hier ziehe... So. Hä, das habe ich doch vorhin auch schon gemacht. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, man muss nicht alles verstehen. Hat irgendwas anscheinend nicht so ganz geklappt. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Aderlasskammer. Also hier haben wir wieder Feuer. Feuer, Feuer. Was passiert hier oben? Kann ich hier irgendwas machen? Ja, da habe ich einen Hebel. Okay, da kommt hier ein bisschen Öl rein. Füllt sich bis dahin. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Heavy ist wieder weg. Muss ich das erstmal richtig drehen, oder? Weil das ging jetzt nur bis dahinter. Holy moly. Das ging hier rein. Dann darüber, dann hier. Und hier steht's. Muss ich das ein bisschen drehen? Hä? Ach so. Schauen wir uns das mal an. Das geht hier rein. Darum. Oh, das sieht gut aus. Dahinter und dann da hinten. Gegen das Nichts. Das ist, aber gut. Das könnte aber daran liegen, weil vielleicht... Er sieht aber nicht schlecht aus. Lass mal los, Lara.
Gehen wir mal darüber. Kann man hier auch was drehen? Hier kann man nichts drehen, oder wie? Scheiße. Da muss das irgendwie hierher. Da muss man doch nochmal drehen. Nein, 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 in die andere Richtung. Halt in die andere Richtung. Das stimmt ebenfalls. Obwohl, nicht. Stimmt es? Nee, stimmt nicht. Halt, stopp. Da lang. Das geht dann da hinten rein, weiß aber nicht genau, wo es rauskommt. Das müsste man ausprobieren. Weil das läuft dann da hinten in dieses Loch hier. Und ich weiß nicht, wo dieses Loch hinführt. Das müssen wir ausprobieren. Komm her. Läuft das irgendwo hin oder? Nee, nö, das läuft einfach nur ins Loch. Okay, also das ist vollkommen für den Arsch gewesen. Da wissen wir das schon mal. Eigentlich ist es jetzt die letzte Möglichkeit. Halt, stopp. Ach so. Nö, das kann nicht sein. Meine Güte. Das ergibt keinen Sinn. Ich muss es doch da drüben auch noch drehen können, oder? Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Oh, toll. Siehste, habe ich mir doch gedacht. Alles klar, okay, ich verstehe. Da hätte ich vorher drauf kommen sollen. Ganz geil wäre, wenn das rechte zu dem Loch gehen würde. Also nicht zum Loch, sondern... Ach du Scheiße. Es kommt dann hier, läuft da rein, läuft da rüber, läuft zurück. Achso, gut, das kann ich ja nicht riechen, ne? Wo geht denn das hin? Das geht ins Loch. Ich weiß nicht, Loch bringt ja gar nichts, glaube ich. In die Mitte geht. In die Mitte hatten wir schon mal. Dann lassen wir das. F durchschneiden. In der Mitte hatten wir das schon mal, das weiß ich. Nein, in die andere Richtung. Genau, so muss es richtig sein. Da bin ich mir sicher, so sicher, dass ich sogar jetzt schon sage, ich kann hochgehen und dann... ich mag nicht in dem Öl sein, wenn ich das da... Ist es jetzt schon da? Ja, dann ziehen wir das mal. Müsste funktionieren. Jawohl.
Und jetzt zur Schatulle. Weg der Feuer. Ich mag da durch. Danke dir. Ja, zum Sammeln war da nichts mehr. Schlange. Muss das nicht heiß sein? Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Dann lass dich jetzt nicht schnappen, ich sag's dir. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Ashley! Da drüben, schnapp sie! Oh! Hallo, tschüss, ich muss da mal durch. Nein, nein, nein! Geil. Ja, das war, was eingebrochen ist. Ich dachte, ich muss gleich springen, ganz ehrlich, Mann. Das Spiel tut sich so oft so sehr verarschen. Ich glaube, ich bin kein Spiel... noch nie so oft gestorben wie ein Tomb Raider. Nein, nein, nein! Hallo, nein, nein, oh, oh Alter, das war jetzt echt knapp. Nein, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Oh, das sieht so aus, als dass du vor dir komplett zusammenbrechen, als müsstest du springen. Was für eine Kacke. Ich hasse solche Momente. Nicht springen, nicht springen, nicht springen. Jetzt springen. Genau. Ja. Gut, dann rennen wir da lang. Wow. Oh. Au, das tat weh. Okay, ich komme zurück, so schnell ich kann. Ja, wo bin ich denn eigentlich jetzt? Irgendwo mitten in der Stadt, also okay. Das kann ich ja nicht abschließen, das haben wir ja schon festgestellt. Achso, ich soll dann so gesagt zurück. Dann nehmen wir das noch mit. Achso, das ist ein... Nee, komm, lass mal stecken. Nehmen wir das da, Dokument noch mit. Achso, ich sollte aber vielleicht erstmal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Nach links? Oder runter und dann links? Hier. Oh, shit. Hallo. Achso, jetzt verfolgen sie mich plötzlich nicht mehr. Alles klar, okay. Oh gut, ein bisschen komisch ist das schon. Teilen sie hier eine Stadt und irgendwie mal greifen sie mich an, mal nicht. Und ach, keine Ahnung. Ich
Dann hier runter und dann über die Brücke, das weiß ich auch noch. Da ist die Mission verfügbar, die ich nicht annehmen werde. Hier war irgendwo das Relikt, was ich sammeln sollte. Irgendwo direkt vor mir. Halt! Kann ich eigentlich pflücken? Ich habe ja verkauft, ne? Hier muss das Relikt sein. Da ist es. Schauen wir uns natürlich an. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. So, gut. Hä? Waren ja zwei Schätze. Waren ja zwei Relikte. Es ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird. Selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Nee, echt nicht. So. Das pflückt man auch nochmal. Und dann von hier aus müssen wir irgendwie nach rechts, also hier die Treppe hoch. Leiter, Entschuldigung. Es ist ja eine Leiter und keine Treppe. Das wäre auch noch ein Relikt. Da ist ein Relikt, das sehe ich doch. Direkt. Die Mesoamerikaner nutzen Steine wie diesen, um Getreide und Saatgut zu verarbeiten. Wie schaut denn das aus? Drei Maiskolben irgendwie unten dran als Beine? Okay. Komisch. So, jetzt ist die Frage, soll ich die Folge beenden? Hey Leute, das war gar nicht das Relikt, was ich gemeint hatte. Ja, genau. Muss ich da geradeaus weiter? Eher nicht. Ich muss da rechts rein. Oder wäre da noch was? Hier ist ja der Schatz, aber ich glaube, da komme ich von da nicht rein. Vielleicht hier irgendwie, aber ich glaube eher, dass ich von hier her muss. Aber es ist hier rechts. Onuratu, Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Den Bergtempel betreten müssen wir jetzt, aber hier war doch irgendwo ein Relikt, deswegen war ich eigentlich auch hier. Ich bin da. Hä, lul. Ganz woanders. Hä? Hä?
Ja, moin. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist es? Muss ich da weiter rein oder irgendwie links oder so? Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Und die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorato und der Rebellion viel bedeuten. Da haben wir es doch. Hoffe ich, dass es das war. 29. November 1603. Nach dem Abendessen verließ Lopez die Stadt. Da ich fürchtete, er könnte nicht zurückkehren, folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Er stand dort und seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. Truilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden, flüsterte er mir ins Ohr. War das jetzt das Artefakt? Lol. Bin ja grundverkehrt. Da habe ich aber eine Nebenmission hier rechts. Okay. Der hat eine Nebenmission für dich. Oh, für mich. Für dich. Okay, also. Hier ist das Artefakt schon mal nicht. Das heißt, ich glaube, ich muss eher mal da rechts rum. Hallo. Hier irgendwie. Ich komme da nicht hin. Hä? Ich muss das jetzt mal markieren. Das markiere ich jetzt mal. Irgendwo oben oder sowas? Das ist irgendwo... Ach, das ist unter mir. Ist ja verrückt. Okay, gut. Ist wurscht, dann lassen wir dieses Relikt außen vor. Und dann beenden wir die Folge. Wieder im Dorf. Oh mei. Geil, man kann die streicheln. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, geil, einfach nur geil. Das ist ein schöner Abschluss. Somit bedanke ich mich fürs Zuschauen bei Shadow of the Tombrider. Und man sieht sich dann hoffentlich in der nächsten Folge auch wieder. Was für ein schöner Ausblick. Wo es heißt, dass wir in den Bergtempel hineingehen müssen und das Relikt verwenden oder suchen müssen, war ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber okay, bis dahin, tschüss.